Mutter, Muse oder Geliebte, Arbeiterin oder femme fatale, so sahen Künstler die Frau in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Kunsthalle Talstraße präsentiert dazu mehr als 70 Werke aus Malerei und Grafik der klassischen Moderne. Die Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern wie Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Käthe Kollwitz oder Georges Gross sind allesamt Leihgaben der Sammlung Brabant, einer der größten Privatsammlungen moderner Kunst in Deutschland. Thematisch facettenreich und stilistisch zwischen Expressionismus und neuer Sachlichkeit sind die Werke wichtiges Zeugnis des damaligen Frauenbildes, im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Im Kabinett präsentiert die Kunsthalle erstmals in Halle eine Frankfurter Küche von Margarete Schütte-Lihotzky, den Prototypen der ersten modernen Einbauküche, der die Lebenswelt der modernen Frau maßgeblich beeinflussen sollte.